Mission 3. Hitze des Gefechts. Wir hatten das voreingenommen. Doch zu welchem Preis? Wir konnten den wütenden feindlichen Truppen nicht entkommen. Und das Fort, in dem wir nun saßen, würde nicht lange standhalten. Etwas weiter landeinwärts fanden wir einen geeigneteren Ort, um Stellung zu beziehen. Und zu unserem Glück schienen die Einheimischen sehr an Pech interessiert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stronghold Definitive Edition. Ja, wir hatten es eingenommen und müssen es wahrscheinlich jetzt dann halt auch verteidigen. Mhm. Mist. Hier auf jeden Fall erstmal ganz kurz die Hinweise für euch. Mein Gott, alles für lange Texte hier. Viel Glück damit, viel Spaß damit. Und rein. Pause. Das soll das Fort sein, was ihr da eingenommen habt? Das ist ein komplett anderer Berg einfach, oder nicht? Das Vorratslager ist voll, my Lord. Ja, finde ich gut. Ja, also Ressourcen haben wir einige tatsächlich. Nicht schlecht. Lagerhaus ist wieder an der beschissensten Position überhaupt. Das heißt, wir werden direkt hingehen. Und weißt du, kann ich das eigentlich jetzt schon machen? Nee, bauen ist verboten. Dann werden wir gleich hingehen und instant das Lagerhaus abreißen, auch wenn wir durch ein bisschen Holz verlieren. Aber sofort hingehen, ding, 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 alles wegmachen. Und wir müssen das umbauen. Wir müssen hier runtergehen, weil da oben, das ist ja eine komplette Vollkatastrophe, da das Lagerhaus stehen zu lassen. Die Gegner kommen anscheinend nur von oben rechts nicht. Hier unten sehe ich jetzt keinen Sammelpunkt, Wegpunkt, Wegweiser, oder? Nee, hier ist nichts. Die kommen also ausschließlich von oben angeschissen. Was ja schon mal ein Vorteil ist. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall schon mal hingehen und versuchen zu spawnkillen. Ich will es jetzt nur ganz kurz wissen. Ah, anklicken darf ich nicht, weil pausiert. Macht Sinn. Okay, verstehe ich. Aber ich denke mal so, hier zubauen dürfen wir bestimmt schon irgendwie, dass wir Steine auf jeden Fall verteidigt kriegen. Dürfen wir denn auch einen Burggraben setzen? Nein, natürlich immer noch nicht. Cool. Ja, ist ja auch nicht benötigt. Ne? Danke auf jeden Fall für nichts. Okay, also Holz haben wir unendlich viel, Pech haben wir unendlich viel, Stein haben wir jetzt nicht so einen Riesenhaufen, aber der ist akzeptabel. Eisen sehe ich jetzt auf Anhieb nicht aus, ich bin wieder completo blindus. Completus maximus blindus, aber bin ich gerade nicht, glaube ich. Das heißt, Eisen gibt es diesmal nicht, was ja auch nicht schlimm ist, hätte ich eh nur verkauft. Das heißt aber auch generell, wir werden hier unser Eisenvorrat, den Eisenvorrat, den wir haben, sowieso verkaufen. Scheißegal, ne? Das gleiche werden wir wahrscheinlich auch mit den Schwertern und Rüstungen machen, die wir hier haben. Und mit 1000 Gold würde ich hingehen und schon mal 3-3 machen mit Armbrustschützen und Dingens. Und ansonsten machen wir natürlich, klar, logisch, Brot. Ne? So wie immer halt eigentlich. Dürfen wir nicht, das finde ich schon mal schlecht. Dann machen wir einfach Äpfel. Weil Käse kannst du dir sonst wohin schieben. Das bringt leider nichts. Okay, das macht es aber tatsächlich dann doch ein bisschen schwieriger. Dass wir keinen Weizen machen dürfen. Na, mal sehen. Okay. Also. Das waren zwar 20 Holz, die wir verloren haben, das ist aber okay. Ist nur sehr relevant gewesen, ehrlich gesagt. Dann gehen wir hier hin, machen da direkt ein Lagerhaus hin. So, Kornspeicher kommt direkt hier unten hin. Ach, der ist ja sogar schon da, lol. Ja, dann bleiben wir halt doch mal direkt da, ne? Wir müssen das Pech nutzen, Hauptmann. Sonst überstehen wir das nicht. Ja, Pech nutzen ist natürlich eine Sache. Das musst du mir nur ganz kurz eben verzeihen, mein Freund. Ich muss ja gleich erstmal schauen, wie und wo wir die Gegner langleiten können. Nur erst muss ich hier ein bisschen bauen. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Die Holzfäller sind an der randomsten Position überhaupt. Die gehören natürlich in den Wald rein, nicht hier hin. Aber erstmal müssen wir hier ein bisschen die Äpfel hinballern. Dann machen wir direkt auch hier einige Holzfäller hin. Ihr könnt das 4, nicht 5, dort platzieren, 6, my Lord. 7, 8, 9 und 10. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Marktplatz haben wir da hinten, das ist optimal. Dann können wir hingehen, Stein verkaufen. Pech lassen wir ganz kurz drin. Stein, Eisen verkaufen meine ich natürlich. Ist egal, wisst ihr, was ich meine. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Die haben wir dafür. Sehr gut, verkaufen. Den Rest müssen wir behalten. Das ist schon mal gut. Grundlegend haben wir schon mal den Grundaufbau geschaffen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da müssen wir natürlich hingehen und Marktplatz machen und Holz kaufen. Erstmal bis auf 1200 runter ist definitiv wichtig. Dann müssen wir hingehen und schon mal gucken, wie weit wir bauen können mit der Wand. Bis da hinten hin, das ist gut. Dann nehmen wir die frontalste Front, die wir nur irgendwie frontal aufbauen können.
Wie weit dürfen wir links hingehen? Das ist nicht ganz so optimal, aber kann man mit leben irgendwie? Wir müssen das ja nur zumachen. Das ist ja egal wie. Und dann können wir hier hingehen. So. 1, 2, 3. Zack. Immer dabei. Ne? Da geht es natürlich nicht hin. Bis hier vorne aber schon. Das ist optimal. Dann können wir da hingehen. Und Pech setzen. Neuner fällt hier. Neuner fällt da. Neuner fällt hier. Neuner fällt da. Dann machen wir hier Türme rein. Am besten machen wir da... Ich glaube, mittlerweile finde ich die sogar schon fast noch besser irgendwie. Die sind zwar nicht ganz so verteidigend, aber... Oder können wir... Wir können eh keine Belagerungskette machen, weil dann ist es halt auch günstiger, weißt du? Machen wir hier. Mit einem Abstand immer die Dinger hin. Machen hier schon mal den. Da schon mal eine Treppe hin. Das könnt ihr ja schon mal machen. Womit kann ich dienen? Soldaten schon mal runter. Dann bitte ganz kurz eine Kohlenpfanne da rein. Dann bitte eine Kaserne noch, weil da... Ach, die haben wir sogar schon. Cool. Okay. Das ist natürlich hilfreich, bin ich ehrlich. Bauern haben wir gerade gar nichts irgendwie anscheinend. Das ist kein Problem. Die können wir ja oben hinsetzen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, da geht doch ruhig ein bisschen mehr. Das ist gar kein Problem. Dann hier noch ganz kurz Äpfel, so viel es halt irgendwie geht, weil das ist halt unsere Nahrungsquelle, die wir halt nutzen können hier. So. Hier unten auch, ne? Bis zum Maximum vollballern. So teuer sind die Dinger ja nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, das sollte auf jeden Fall passen. Und dann machen wir hier hinten noch zwei, drei Käsereien hin. Optimal. Dann passt das auch schon mal. Und machen wir hier direkt Waffen. So, ihr könnt das schon mal machen. Die Truppen des Schweins greifen an. Und hier machen wir den. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, das sieht schon mal gut aus. Nennt euren Wunsch. Das sind viele, holy shit. Ja, bitte. Wir rücken aus. Okay, das ist eventuell alles nicht ganz so optimal, wie ich mir das vorstellen würde. Bin zur Stelle. Aber vielleicht geht's ja. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. 3, 2, 1 und Schuss. Gefällig. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Feuer gefällig. Es sollte eigentlich reichen, um die meisten Einheiten zu töten. Bin zur es werden Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Ja, geht so. Sind auf dem Weg. Aufpassen, Jungs. In Bewegung. Es hat sogar für alle gereicht, witzigerweise. Denkt bitte runter, dass ihr nicht sterbt. Bin es zur werden Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Es werden das Rekruten war okay, ne? Benötigt, Sire. Mein Herr? Der Kornspeicher ist voll, my lord. Und die Bogenschützen dürfen eigentlich nicht durchlaufen können. Der Kornspeicher ist voll, das hört man gerne. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Sehr gut, und das müsste eigentlich klappen. Es werden Rekruten benötigt. Optimal, also ich glaube, besser hätten wir den ersten Angriff nicht abwehren können. Und Speicher. Marktplatz, Nahrung, Auto verkaufen. Setzen wir natürlich direkt hier auf 100. Weil das ist eine sehr gute Nahrungsquelle, Geldquelle gerade. Das ist fantastico. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Sehr schön. Die haben sogar Schwertkämpfer getötet im Nahkampf. Nicht schlecht. Bin zur Stelle. Ja, sind auf dem Weg. Geht das hin oder nicht? Ich bin mir noch unsicher irgendwie. Die Burg hat standgehalten. Okay, cool. Sehr schön. Nicht hier, sondern da. Dann machen wir direkt wieder den nächsten dahin. Die können wir ruhig ein kleines bisschen enger zusammenbauen. Nicht viel, weil sonst zünden sie sich gegenseitig an. Aber so, dass wir hier zumindest 5 von diesen Wegen haben. Das ist gut. Womit kann ich dienen? So. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Was für Rekruten, Dicker? Ich habe keine Zeit für Rekruten. So, wir brauchen Holz. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir hier ein bisschen mehr hinkriegen. Lass mich kurz überlegen. Waffen. Zack und zack und zack und zack. 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 Da ist ein Dingens im Weg, ist nicht so schlimm. Machen wir direkt hier noch einen hin. Zack.
In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. 6-6 ist schon mal sehr gut, tatsächlich. Alter, oh, wie viel Level Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Stark. Bin es zur werden Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Ja, Rekruten ist gerade natürlich noch ein Problem, ne, zugehenderweise. Oh, warte mal. Ihr seid natürlich komplett irrelevante Scheiße da oben, ne, muss man da ganz ehrlich sagen. Bin es zur Stelle. Waffen, es werden Rekruten Tom, benötigt. Es werden Rekruten zählen. Benötigt, Sire. So. Die Rekruten davon können schon mal dahin gehen. Die Rekruten da. Die Rekruten, aber wir setzen die mal irgendwie dahin. Das geht schon. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Kannst du auch mal ganz kurz einen Moment warten? Ich muss hier eine komplette Industrie verschieben, mein Freund. Es werden Rekruten benötigt. Was denkst du, wie schnell das geht? Es werden Rekruten benötigt sein. Lol. Hab doch mal ein bisschen Geduld, ey. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Sonst verkaufe ich vielleicht einfach die Dings hier. Benötigt sei. Also, sobald die ersten da hochlaufen, ist schwierig, ne? Ja, den einen können wir jetzt auch noch machen, dann haben wir es jetzt ganz gebraucht. So, es weg damit. Waffen benötigt, Sire. Einmal kurz weggeklatscht, das Scheißdingen. Pech kommt auch nach und nach rein, das ist schon mal fantastisch. Und dann machen wir hier nochmal 1, 2, 3, das ist schon mal gut. Und hier haben wir jetzt dann 7, 8, 9, 10, 11, 12. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt Ein es keine Bauer befindet Arbeit, sich auf dem Sire. Weg. Die Truppen des Schweins greifen an. Ja, entspannt euch bitte, meine Freunde. Ist natürlich jetzt hier mit dem Holz ganz kacke da. Egal. Also. Nee. Ganz ehrlich, das machen wir anders. Weil sonst ist doof. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Feuer gefällig. Feuer gefällig. So, bitte. Eure Befehle? Waffen geschultert. Nennt euren Bogen. Bin zur Stelle. Feuer gefällig. Schuss, bitte. Feuer gefällig. Ich treffe es auch nicht, leider. Ja. Wieso treffen die jetzt nicht? In Bewegung. Das ist ja ungünstig. Oh. Das ist auch eher schwierig hier. Bogenschützen bereit. Geht aber. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Ah, jetzt war das. Ah, wichtig. Es werden Waffen benötigt sein. Ich habe fast Mitleid mit ihm. Echt? Ich nicht. Aber wenn du wenigstens das sagen kannst, dann ist cool. Bereit! Wir haben Protest. Den feindlichen Angriff ja, cool. überlebt. Optimal. Rücke aus. So, ab hier geht's ja eh nur noch nach oben. So, hier wird der ganze Zweck da. So, optimal. Wir machen natürlich noch mehr davon, ist klar. Weil wir haben genug Möglichkeiten hier zu sammeln, also machen wir es auch. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann auf geht's. Wobei, vielleicht ein bisschen viel, ne? Ah, 1, 2, ja, 124 ist schon okay. Also nahrungstechnisch sollten wir es eigentlich halten können. Dann gehen wir natürlich jetzt hier hin, machen noch ganz kurz ein paar mehr Türme. So, alle natürlich verbinden ganz kurz, das wäre sehr freundlich. Dann brauche ich ganz kurz ein paar Bogenschützen, das heißt, wir brauchen mehr davon. Ja, die Bäume stehen halt echt beschissen, ne? Ganz im Ernst. Naja. 1, 2, 3. Wir benötigen Holz. Das ist gar kein Problem, mein Freund. Ja. Machen wir so. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Es werden Achtung. Waffen benötigt, Sire. Und dann mehr Units. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Es werden Achtung. Waffen benötigt, Sire. Wir haben zwar nur drei Pfeilmacher, aber wir könnten eventuell noch ein bisschen mehr davon machen. Ah, der geht sogar dahin, lol. Oh, das ist gut. Lol, ich hab den Baum ausgetrickst. Ha, stark. Ja, und dann wird halt hier oben hingeklatscht, ne, ist klar. Und noch ganz kurz natürlich mehr Pech setzen, weil das ist natürlich jetzt hier lebensentscheidend. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu nah nebeneinander gesetzt, aber selbst wenn, ist es jetzt auch nicht so wild. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, Ach, Leute, natürlich, weil da ja der Wegweiser ist. Ja, ja, bla bla. Mein Bogen ist Nein, teuer. Warte, doch, geht mal ganz kurz runter. Eigentlich ganz gut. Setz mal ganz kurz die Kohlenpfannen hin. Ich muss sagen, ich finde industriell gesehen sind wir hier fantastisch aufgebaut. Also ganz im Ernst. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay, da ist vorerst, wir könnten auch noch ein bisschen Industrie hier hinsetzen. Dann machen wir noch einen davon dahin. Da noch einen hin, da noch einen hin und noch einen wir extra. Wir benötigen Holz. Auch das ist kein Problem, mein Freund. So. Und hier nochmal einen für Bögen. Irgendwohin wieder schon passen. Da, zack. So, das ist aber eine schöne Waffenproduktion jetzt hier. Optimal. Lagerhaus müsste eigentlich auch so reichen von der Größe, weil kommt ja eh nicht wirklich viel rein, außer Holz, Stein und Pech. Nahrung, wie sieht das aus? Ohne Probleme. 4 Monate Vorrat, ja, ja. Eine Freundschaftsanfrage, wieso wird mir das denn angezeigt? Kitty, ja, ist wahrscheinlich wieder safe, so ein CS2 Scamboard-Dingen. Es werden Waffen benötigt. Man kennt's ja leider schon. So, du bist noch auf Armbrust, das ist ganz gut. Achtung! Dann schicken wir. Ach nee, warte mal, genau das habe ich vergessen. Hoppala. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. So, geht noch ein Turm dahin, ne? Easy. Und los, Sire. So, 10 Stück dahin. Das ist die 1. Waffen geschultert. Und die Armbrustschützen warten wir einfach, bis die dann genug Einheiten Sire. Haben. Oh, wobei, haben wir sogar schon. Bereits 21. Ihr macht den zweiten Turm voll. Easy. Wenn ihr, weißt du was? Mein Herr. Zur Stelle. Ihr macht den ersten Turm voll. Weil mit genug Armbrustschützen dürftet ihr hier safe nie irgendwie reinkommen können. Ja. Nice. Und jetzt ist es eigentlich nur noch Einheiten ansammeln. Wir haben noch ein bisschen übrig. Wir könnten eventuell noch hier so ein paar Lanzenträger machen und so. Weil es sich anbietet und dann passt das alles. Wir benötigen Gold. Ja, Gold kommt gleich, ist kein Problem. Das ist echt kein großes Ding hier. Guck mal, die Äpfel werden hier in einer Tour verkauft. Easy peasy. Könnten wir mal hier hingehen, ganz kurz. Marktplatz. Ein paar Ressourcen weghauen. Wir können natürlich auch noch hier ein bisschen Pech sammeln, theoretisch, weiß ich rechts, ne? Eigentlich auch ganz praktisch. Ist natürlich teuer und so, aber definitiv eine machbare Sache. Achtung, bin zur Stelle. Guck mal, wie die Einheiten jetzt hier rein, Charlando. Super. Eure Befehle in Bewegung. Okay, warte, ich mache die Sammelpunkte nochmal ganz kurz ein bisschen auseinander. Da kommen die Bogenschützen. Ne, da kommen die Armbrustschützen. Die Bogenschützen kommen da, weil die sind schneller. Die dürfen noch ein bisschen mehr laufen. Bin zur Stelle. Achtung! Muss ich doch einen Armbrustmacher mehr machen, weil irgendwie scheint die Harnische jetzt doch ausnahmsweise mal echt optimal zu sein. Gerade. Dann machen wir den noch mit Armbrüsten. Passt ja. Ist ja okay. So, die Soldaten. Aber ich denke mal, hier das Lagerhaus umzusetzen, ist definitiv eine extreme Wichtigkeit. Wäre das da oben gewesen, das wäre auf Dauer gesehen echt eine Katastrophe. Bin ich sehr fest überzeugt. Berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Es wird Waffen benötigt sein. Achtung! Ja, wir schicken die schon mal hoch, damit die schon mal da laufen können. Und los! 2, die gehen dann dahin. Rücken aus, bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ach so. Ja. Ja, dann lassen wir den einfach stehen, ist mir eigentlich auch egal. Weil dann ist das hier die 1, das ist die 2. Ist zum Anzünden. Und dann machen wir die anderen Türme voll mit Armbrustschützen. Das ist gut. Okay, jetzt klappt es mit den Armbrüsten wieder. Ansonsten können wir auf Bögen umschalten. Das ist hier kein Problem. Hier unten nochmal ganz kurz einen Lanzenmacher machen. Einfach weil. Pikenmacher, wie auch immer. Weil läuft. Wir hätten die sogar kaufen können. Guck mal an. Ich hätte nicht mal Soldaten kaufen müssen. Ausnahmsweise mal. Stark. Nein, warte. Da will ich gar nicht hin. Was läuft eigentlich die ganze Zeit hoch und runter? Ach, das sind die komischen Kackkinder. Lol. Also hier sind die Kacke, ne? Im Spiel und so. Nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird oder so. Oh, das sind ein paar. Das ist schlecht.
Waffen geschultert. Ich kann nicht anvisieren. Hm? Eure Befehle? Hätte ich nicht wissen können. Feuer gefällig? Hm? Cool. Er spawnt ganz oben und haut da die Dingens rein. Das ist natürlich sehr ungünstig. Na gut. Dann ist halt ein bisschen Fortschritt weg. Ist nicht so schlimm. Auch das kriegen wir bewältigt. Das ist natürlich aber jetzt trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Wir benötigen Steine. Ah, das ist ein bisschen schade jetzt irgendwie alles. Oh Mann. Aber es ist aber eigentlich ganz gut zurückgesetzt worden hier, ne? Holy shit. Also so viel Rücksetzung hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Aber egal. Müssen wir mitleben. So, ja, Nahkämpfer sind eher ein bisschen schwierig. Eure Lordschaft. Ach so, klar. Okay, das ändert natürlich alles. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken, wie ich das am besten mache dann. Weil damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet, dass die das Ding einfach aufhauen dann. Nun ja, nun ja, nun ja. Lass mich kurz überlegen. Zur Stelle! In Bewegung! Achtung! Achtung! Dann machen wir am besten trotzdem da oben einen Turm hin. Einfach. Offensichtlich. Das reicht doch nicht, oder? Ja, vielleicht doch. Und los! Sire, Waffen geschultert! 21 schon mal da hoch. Wieso denn nicht? Achso, das geht jetzt nicht, aber sonst, wenn die direkt daneben stehen, dann geht's, weißt du? Ach, ist doch so. Bin zur Stelle. Bereit, eure Lordschaft. Vorwärts! Klar, auf die oberste Treppenstufe kommen die nicht drauf. Natürlich. Das macht Sinn. Leute, ey. Zur Stelle. Hä, 20? Wo ist jetzt der 21. da hin? Achtung! Ach so. Hä, willst du mich jetzt verarschen? Im Laufschritt! Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Und los! Sire! Es ja, also. Marsch. Das war jetzt immer übelst random. Na gut. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Unerreichbar, Sire! Achtung! So, kriegen wir alles hin hier, kein Problem. Dann nochmal ein bisschen Pech sammeln. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Muss auch Pech vorkommen im Sumpf gebaut werden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ja! So, zwei. Zur eins. Stelle! Bogenschützen bereit! Das passt. Dann machen wir hier nochmal ganz kurz sicherheitshalber zu. Ne? Einfach nur so quasi doppelt abdichten. Man diesen weiß ja nie, Spielstand wie die da laufen dann. Ne, wir machen mal auf Juwelkampagne 2. Und Achtung! Was für ein Kack, ey. Es wird, bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. So, jetzt aber. Dann wir hier nochmal ein bisschen Holz. Pech dann irgendwie hinsetzen gleich, wenn wir genug Holz kriegen, ne? Und dann ist das schon okay. Achtung. Es werden Waffen benötigt, Sire. Oh wei, oh wei, ey. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Boah, Junge, Junge. Ich hoffe, die kriegen direkt das Katapult rausgezogen, ey. Das wäre wichtig. Wir gehen mal ganz kurz hin. Sicherheitshalber machen die Treppe weg, weil nachher werden wir da deswegen getötet oder so ein Scheiß. Und er hat's nicht geschafft. Dann bist du, ja. Vorwärts! Was soll ich sagen, ne? Dann bist du halt ein Idiot. Dann geh wenigstens da hoch. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft. Mein Bogen ist euer. Nein. Oh, okay, verkackt. Eure Befehle? Zur Stelle. Eins, zwei, drei. Passt. Und los. Sehr gut. Es werden Waffen zur Stelle. Benötigt, Sire. Bögen. Und mehr Pech. Okay, mehr ist im rechten Sumpf jetzt gerade nicht drin. Das ist aber auch okay. Passt ja. Muss ja nur so ein bisschen zum Verkaufen sein.
Daraus machen wir mehr Türme. Des Schweins greifen an. Offensichtlich. Ach, jetzt steht er da, oder was? Ach, das ist doch eine Schweinerei. Bogenschützen bereit. So gut wie tot. Na, finde ich jetzt ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Ich kann nicht anvisieren. Waffen geschultert. Ich kann nicht anvisieren. Mein Herr. Nun ja, müssen die wissen. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Gut, auf jeden Fall, das funktioniert ja schon mal. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Das eure ist ja schon mal frei. Feuer gefällig. So, Schuss bitte. Feuer gefällig. Oh, den hätte ich gleich anzünden müssen, den einen. Egal. Achtung. Nun gut, hat er funktioniert. Katapulte sind zwar ein bisschen frech gewesen, aber ist schon okay. Der Feind ist bezwungen. Okay, müssen wir zwar ein bisschen fixen, aber wie gesagt, kriegen wir alles hin. Wieso kriegen wir eigentlich so wenig Holz hier rein? Dafür brauchen die so krass viel Holz. Was ist da eigentlich los? Naja. Es werden Waffen benötigt. Gut, auf jeden Fall, das hier klappt ja schon mal. Das ist gut. Mach mal ganz kurz einen Bögen drauf, weil zu wenig Dingens. Erstmal kurz die ganzen Dinger reparieren, die hier einen Schaden genommen haben. So, Stein ganz leer, perfekt, optimal. Dann ein bisschen Holz platzieren hier. Soweit wir zumindest dürfen. Sieht auch gut aus. Hier hinten war kein Schaden draufgesetzt worden, das ist gut. Da oben allerdings. Ja, den lassen wir da stehen, das ist mir egal, dass da hinten funktioniert. Mach die eine Wand ganz kurz weg. Haben das hier auf jeden Fall vorbereitet. Könnten da noch ein paar Türme dazwischen setzen, aber das ist jetzt gerade nicht mehr drin. Okay, ist auch kein Problem. Dann machen wir hier noch weiter. Lass mich mal kurz überlegen. 1, 2, 3. Wir speichern ganz kurz eben auf den dritten Speicherstand. Also ich bin eigentlich und speichern relativ zufrieden, wie es hier so vom Aufbau her zumindest läuft. Waffen geschultert. Wir machen gleich kurz die Treppe weg, weil die machen wir woanders hin. Gezwungenerweise. Die sitzen nämlich da oben hin. Damit die nämlich besser hindingsen können. Dann hier natürlich auch ganz kurz nochmal die Kohlenpfannen da hinsetzen. Auch wenn ich jetzt nicht benötige, aber dann haben wir sie schon mal da. Und vergessen die wenigstens nicht. Dann natürlich Pech, nicht zu vergessen, ne, klar. Für die, die sich jetzt übrigens wundern, warum ich da jetzt noch einen zweiten Gang baue, wenn die Katapulte vorne stehen, dann bauen wir jetzt einfach das Ding hier hinten hin. Ja, müsste wohl leider despawnen, ne? Ist ja doof gelaufen für dich. Ärgerlich. Hättest du mich auf dem Mauer rumgespielt. Selber schuld. So, geht da hoch. Dann machen wir das hier weg. Hier machen wir zu. Und dann nochmal in die Richtung. Bereit, eure Lordschaft. Nicht vergessen, die Einheiten zu produzieren. Armbrustschützen dahin, Bogenschützen dahin. Das passt schon. Und hier mit Holz noch zu Ende ziehen. So, das ist auf jeden Fall wichtig, die laufen können. Wir können da eventuell nochmal ein, zwei Stücke wegmachen. Dann ist das mich schon mal geschützt vor den Türmen, damit die Katapulte denn nicht hinschießen können. Das ist nur schon mal so ein Grundgedanke, den wir haben können hier, damit das Ganze ein bisschen sicherer ist auf jeden Fall. Und das mit dem Pech auch besser funktioniert. Dann können wir die Abstände auch so ein kleines bisschen ihr größer könnt lassen. Das nicht dort platzieren, my lord. Und hier dürfen wir nicht bauen, weil sonst zünden sie sich gegenseitig an. So. Bin zur Stelle. 7. Ja. 11. Rücken aus. Da bitte hin. Bogenschützen bereit. Zur Stelle. Achtung. Und los. 21. Ihr geht im da oben Laufschritt. Hin. Wieso ist denn da keine Kohlenpfanne drauf? Hab ich doch extra platziert. Frech. So, da links Feuer. Leben alle noch easy peasy. Nicht wundern, der eine ist Waffen da, deswegen sind es nur 20. Bereit, wir sind 17, das heißt, da könnten nochmal 4 Stück oben drauf. Und Marsch. Kein Problem. Alter, ich krieg gerade voll die sweaty hands hier. Ich habe auch gefühlt irgendwie ein bisschen Stress hier, aber obwohl das gar kein Stress ist. Ist ja doof, ne? Es werden bescheuert eigentlich. Sire. Ja, Waffen ist kein Problem, wo du es gerade sagst.
Machen wir doch noch mal ganz kurz ein paar. Ihr habt nicht genügend Gold. Verkaufen kurz ein bisschen. Machen ganz kurz den hier. Und dann... Na, das war scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. 4. Und der 5. Dann sind die äußersten sind Bogendinger und das, der Rest, das müsste eigentlich passen. Cool. Es wird und mehr Truppen natürlich. Alter, die brauchen so lange, bis die hier runtergelaufen sind, alleine schon, ne? WTF. So, einen Armbrustschützen bitte noch. Dann können wir mich direkt hingehen und den nächsten Turm voll machen. Weil wenn wir einfach genug Türme voll haben, dann ist es eh egal, was der macht. Dann sind wir auch nicht mehr auf Pech angewiesen, weil dann klappt es halt einfach. Los. So, ihr macht dann den Turm voll. Vorwärts. Genau. Und mit dem übrigen Geld müssen wir gleich mal gucken, dass wir dann noch Armbrustschützen ausbilden. Wie viele Bauern haben wir da jetzt übrig? 24. Leute, wir haben genau die perfekte Menge. Lull. Das ist ja edel. Gut, die Pechgruben hier sind ein bisschen ineffizient, aber drauf geh ich schisseldisselt. Das passt schon. Stelle. Achtung! Mein Bogen ist euer, mein Herr. So, ist die 3, 2, 1. Wobei, die 1 brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Die können einfach so schießen dann. Bin zur Stelle. Machen wir jetzt hier die 1. Waffen geschultert. Ja. Und die 2. 1, 2, 1, 2. Passt. Bin zur Stelle. Das ist gut. Es werden bin Waffen zur Stelle. Benötigt, Sire. Und dann mehr Einheiten nachschieben einfach. Ja, also die Industrie nach vorne zu verschieben ist definitiv ein extrem wichtiger Punkt. Und richtig gut auch. Also ich sehe hier zumindest nicht mehr, wie der jetzt hier diese Industrie... Also ich meine, der kann eigentlich schicken, was er will. Da können wir schon fast genug gegenhalten. Weil dann die Anzahl der Armbrustschützen... Wir haben jetzt ja schon fast 100 Armbrustschützen. Aufklärer berichten schon gut. Von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Bin zur Stelle. Okay, machen wir einmal hier ganz kurz wieder Bögen. Ah, lol. Diese Politik der Nullsteuer hätten wir als letztes erwartet. Weil wir gerade so viele Armbrüste kriegen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Turm ist voll. Sehr nice. Zur Stelle. Im Laufschritt. Dann geht erstmal ganz kurz hoch. Bogenschützen ist euer. Alle da hoch, bitte. Wunderbar. Und da oben ist Turm der Einzelne, weißt du? Wo man sich dachte so, ja, mit dem soll man arbeiten. Mhm. Mit einem Streifen Pech, so. Nee. Bin zur Stelle. Machen wir mal nicht so, ne? Noch einmal ganz kurz speichern. Wir gehen am besten auf die 4. Und speichern. Ich glaube tatsächlich besser, als so kriegen wir es nicht hin. Eventuell könnten wir reine Theorie noch eine neue Reihe dahin zupacken, um mehr Pech dahin zu setzen, aber ich glaube, das müsste trotzdem funktionieren. Okay, die kommen von oben. Ja, das könnte halt noch eventuell ein Problem werden, weil hier zu wenig Verteidigung ist, ne? Weiß ich nicht. Aber wir spawnkillen so viele instant, das könnte auch reichen. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Das ist ja prinzipiell erstmal nicht so wichtig, wenn das hier einrennt. Ganz gut, erstmal die Dings machen. Mein Herr, Feuer gefällig? Das ist natürlich schlecht. Aber wir haben trotzdem genug Armbrustschützen, das könnte trotzdem gut funktionieren. Es werden Waffen benötigt, Sire. Und los! Ah, guck mal, ganz entspannt. Na dann. Sire, unerreichbar, Sire. Die Burg hat standgehalten. Ja, okay. Aber wie gesagt, wie du auch hier sehen konntest, das ist eigentlich okay. Ist natürlich trotzdem alles nicht so extrem easy dann, aber das geht schon. Die Verluste sind definitiv vertragbar. So, dann können wir mich hier oben hingehen und das Ding schon mal wegreißen. So. Nice. Ja, die ganzen Kohlen von abgerissen. Weil genau da habe ich auch hingezielt, wie man gesehen hat. Ne? Offensichtlich. Ich meine, was auch sonst, ne? Ist das ein Quatsch? Hä? Achso, ich bin außerdem einen nach unten gerutscht. Das verstehe ich. Es werden Waffen benötigt sein. Das ist.
Ich habe halt auf die Mauer gedrückt. Na, warum macht er dann die Kohlenpfannen weg? Was war das denn jetzt für ein Quatsch? Ich meine, ich wollte ja eh nur auf zwei Türmen, ne? So ist ja nicht, aber... Also... Frech. Waffen geschultert! Bereit, eure so, vier da hoch. Das passt. Dann machen wir am besten nochmal eine Wand vor. Weil es geht. Nicht, dass es danach irgendwie dann scheitert oder so, weißt du? Wäre ja auch ärgerlich. Dann sieht es jetzt von vorne so aus. Ist doch okay, ne? Kann man arbeiten. So, mehr Units bitte. Guck mal, jetzt klappt Holz vernünftig hier. Apropos Pech, wollte ich noch ganz kurz gucken hier. Können wir natürlich auch wieder ein bisschen was setzen. Wir können natürlich auch hier hingehen und eventuell noch ein Pechding da hinsetzen. Das ist natürlich auch ganz stark, ne? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, da haben wir jetzt natürlich einen Spot übersprungen, aber ist nicht so schlimm. Passt. Das ist schon fein. Achtung! Und Marsch! Eure Befehle? Nein, nicht du. Warte. Bin zur Stelle. Und los, Sire! Da drauf. Genau. Wir können natürlich auch hier hinten hingehen, noch ein Tor aus reinsetzen. Benötigen Steine. Da reicht aber ein kleines, weil was willst du mit einem großen? Wirklich? Ah, geht doch. Hä? Das ist ja auch random as fuck, aber hey! Ich will mich ja nicht beschweren, ne? So, machen wir hier zu. Falls da einer reinlaufen sollte, ist er halt dicht. Und dann können wir da oben nochmal Türme hinsetzen. Ich dachte, da geht nur einer daneben. Nein. Okay. Nice, zu wenig Steine. Auch gar kein Problem. Kommt gerade eh. Ah, ist sogar schon da. Cool. Waffen geschultert! Bereit! Das sind ja eh genug hier. Es werden Waffen zur Stelle. So, jetzt kannst du wieder Armbrüste produzieren, weil jetzt haben wir wieder ein bisschen zu viel Harnische. Zur Stelle! Ja! Bogenschützen bereit! Oh, das sind sogar echt viele. Mein Bogen los! Sind auf dem Weg! So, die Nummer 1 ist fertig. Cool. Diesen und speichern. Stark, oder? Also das mit den Äpfeln, ganz ehrlich, Äpfel, wenn man so eine große grüne Fläche hat, ist natürlich auch echt eine geile Nahrungsmittelart. Bin ich ehrlich. Kann man mitarbeiten. Wenn man denn so viele hat. Achtung! Bin zur Stelle! Ansonsten ist es schwierig. Waffen geschultert! Bereit, lol. Eure Lordschaft! Da fehlt genau einer. Achtung. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle! Achtung und los! Passt, sind alle noch vollständig. Sehr gut. Waffen geschultert! Guck mal, es hat der eine sogar auch noch sein Ziel gefunden da oben. Stand die ganze Zeit da, aber er hat sein Ziel noch hingekriegt. Easy. Einzige Nachteil, der jetzt passieren könnte, ist, wenn sie hier unten aufhauen. Da bin ich am Arsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das sagen wir ihm mal lieber nicht, ne? Weil sonst macht das nachher noch. Mein Herr? Wäre schlecht. So, hier sind 14, weil der eine auf der Mauer steht. Ach, bin zur Stelle! Eure Befehle? Bin zur Stelle. Also zwei Stück am besten noch. Ja. So. Zwei. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Hä? Rücken aus. So, weil jetzt den damit zählt, deswegen geht das nicht so gut darauf. Bogenschützen, mein bereit. Bogen ist euer. Mein Herr? Ja, wieso rennen die anderen nicht? Achso, die sind da oben schon. Hoppala. Mein Fehler. Eure Befehle sind auf dem Weg. In Bewegung. Ja, jetzt funktioniert's. Cool. Jetzt hab ich den Hotkey nicht gesetzt, ne? Na, ist auch egal. Bin zur Stelle. Doch, hab ich. Ah, smart. Ja, Bogenschützen, mein Bogen ist so, Bogenschützen euer. Haben wir schon mal. Achtung. Bin zur Stelle. Sehr gut. Achtung! Ja, wir müssen tatsächlich sogar Holz verkaufen. Hätte ich nicht gedacht. Steine verkaufen wir bis auf 50, sage ich jetzt einfach mal. Und Pech verkaufen wir bis auf 20, weil mehr benötige ich dann nicht. Oder machen wir 30 von mir aus. Und jetzt Geld. Botz! Einen dicken, fetten Haufen. Zaster hier. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung, los! So, nächsten Turm vollsetzen, bitte. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, nach und nach die Türme voll zu klatschen. Mehr ist es nicht mehr.
Ah, wir können auch noch hier einen Turm setzen. Warum denn nicht? Sieht auch gut aus. Da hinten eventuell auch noch einen. My Lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Das ist okay. Es werden Waffen benötigt, zur Stelle. Sire. Ich habe jetzt übrigens mit Absicht noch nicht gespeichert, weil sollte das jetzt hier natürlich nicht funktionieren, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit zum umsortieren, umbauen oder so. Ne? Also sicher ist sicher. Sieht aber gut aus hier. Krass, selbst hier oben haben wir eine gute Verteidigung mittlerweile hingekriegt, hätte ich nicht gedacht. Läuft. So, schön vollknallen das ganze Zeug hier. Da auch nochmal, nur falls sie durchkommen sollten, man weiß es ja nicht, ne? So. Sire? Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen geschultert! Da kommst du nicht hoch, warum nicht? Du kannst doch darüber laufen. Fuck. Im Laufschritt! Und Marsch! Ja, da musst du doch hinkommen können. Die Truppen des Schweins greifen an. Dann halt so. Ich guck gleich, ich guck gleich. Eure Lordschaft zur Stelle. Achtung! Ich werde schon wieder reingetrollt hier. Ach, das ist komplett gesperrt. Dann halt nicht, dann gilt erstmal hier hin. Ist mir egal. Alter, die Angriffe sind auf jeden Fall echt groß. Das Gute ist, die ganzen Zelte sind schön weit vorne. Ja, das ist natürlich nervig, aber nicht schlimmer, wir haben hier noch eine 2-3, wie gesagt. Das geht schon. Ja, okay, dann skippen die halt ein bisschen, aber ist nicht so wild. Feuer gefällig. Feuer gefällig. So, mal kurz ein bisschen abkuckeln hier. Bin zur Stelle. Ja, Feuer gefällig. Bogenschützen bereit. Was? Mein Bogen ist euer. Ich durfte wegen vorne nicht zünden, oder was? Ist ja frech. Feuer gefällig. Schwertkämpfer. Nett. Sollte eigentlich kein allzu großes Problem darstellen. Na, guck mal an. Da fallen sie alle. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ja, kann man auf jeden Fall wieder, wie gesagt, mit arbeiten, ne? Easy. So, wir machen jetzt hier mal ganz kurz ausnahmsweise eine Steinfront hin, weil sonst sieht das Ganze immer so peinlich aus. So, zack. Dann natürlich, weißt du, was kommt? Du kannst dich mal irgendwie, löst dich mal bitte auf. Du wir entfernen uns. Weil da hätte ich lieber so ein Ding hier. Das passt. Eure Befehle? Rücken aus. Weil die konnten da nicht vernünftig anzünden, das hat nicht so gut funktioniert, da war irgendwas kaputt. So, dann nochmal ganz kurz die ganzen Steinmauern reparieren, ne? Muss ja auch alles ordentlich sein. Den Türmen geht's größtenteils gut. Ist keiner hart angeschlagen. Wurde nur ein bisschen getroffen, das ist okay. So, das hätten wir schon mal. Und dann können wir da wieder ein bisschen Pech reinsetzen. So, passt. Eins, zwei, Bogenschützen bereit. Optimal. Und ganz viele Einheiten. Es werden Waffen, es werden Rekruten benötigt, Sire. So, und was ist jetzt da hinten das Problem? Wobei, wir könnten mal ein Tor da reinsetzen. Vielleicht klappt das ja. Keine Ahnung. Okay. Ist zwar ein bisschen random da hinten, aber okay. Und los, Sire. 18. Im Laufschritt! Oh, ich brauche gerade ein bisschen mehr Armbrüste, sehe ich gerade. Also ein bisschen mehr Armbrüste. Krass. Bin zur Stelle. Achtung! Einen braucht man, glaube ich, noch, oder? Es waren noch 18, ne? Waffen geschultert! Noch. Perfekt. Bereit! Könnt ihr jetzt dahin? Das ist ja frech. Okay, cool. Dann halt so. Pass auf, wir machen jetzt einfach mal was ganz Interessantes hier. Ich habe gerade eh keinen Stein, zur egal. Stelle. Achtung. Aber jetzt können wir wenigstens hinten hoch.
Marsch! Was für ein random Scheiß, ey. Ah, egal, funktioniert. Wunderbar. Es wird wunderbar. Achtung! Das ist ein Wanderbra. Machen wir da nochmal zu, ich sagen, ne? Ja. Das bietet sich auf jeden Fall an, ne, sagte Goethe. So, und das nächste aus Stein. So, na, dann können die da wenigstens nicht durchgehen. Okay, aber wir kommen hier hinten halt hoch, weißt du? Dann können wir eigentlich auch das da wegmachen, weil das ist eher ein bisschen quatschelig und so. Irgendwie so halt, ne? Wird schon funktionieren. So. Ganz entspannt. Alright. Es werden, Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Hab ich eigentlich Einheiten verloren? 63, 42. Nö, ich hab nicht mal einen Armbrustschützen verloren. Auch denen geht's noch gut. Ich hab nicht mal eine einzige Einheit verloren. Lol. Stark. Hä, das ist ein großer Angriff, wa? Läuft. Ja, jetzt können wir speichern. Diesen und speichern. Huch, da wollte ich gleich hin. Achtung, bin zur Stelle. Unsere Lebensmittel und die Äpfel funktionieren immer noch. Dahin, euer Gnaden. Okay, ich muss zugeben, wenn Äpfel funktionieren, dann machen wir ob jetzt auch immer Äpfel. Weil sie werden wir so eine große Fläche haben. Die sind doch schon insgesamt echt krass. Habe ich deutlich unterschätzt. Aber ey, ganz ehrlich, kann man es mir verübeln. Man ist so ein krass an Brot gewohnt. Bin zur Stelle. Da muss man es ja doch einfach nutzen. Ja. 18. Hm? Alter, wir haben sogar 2000 Gold. Holy shit. Können wir eigentlich Ritter machen? Nee, ne? Das wäre toll gewesen. Sonst hätten wir noch ein paar Ritter kaufen können, einfach zum Spaß. Bogenschützen bereit. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. Zur Stelle. So, die nächsten 21 machen wir die da oben hin oder hier unten hin? Ich würde sagen, da oben, falls nämlich da oben spawnen, ist es auf jeden Fall ein bisschen safer. Aber ich glaube, die werden sowieso hier hinten spawnen. Gehe ich mal von aus. Nicht hier vorne. Eher hinten. Aber wenn, bin ich wenigstens vorbereitet. Achtung! Bin zur Stelle! Achtung! Achtung! Eure Befehle? Bin zur Stelle! So, 21. Die setzen wir. Weißt du was? Nee, ihr geht dahin und die Armbrustschützen setzen wir dahin. Das ist viel besser. Auf dem Weg. Oder ihr geht dahin. Das ist auch gut. Ja. Bogenschützen bereit. So. Dann machen wir euch auf die drei, sonst verklicke ich mich nachher mein noch. Bogen eins, zwei, drei. Befehle? Ist zwar jetzt eine komische Reihenfolge, aber sonst, wie gesagt, hau ich nachher den falschen Hotkey rein, dann klappt alles nicht und Katastrophe und Stress und nee. Komplette Höhenunterschied bei den Mauern da, alles, aber ist egal. Was für ein komisches Konstrukt ich hier gebaut habe, aber solange es denn funktioniert, ne? Wer will sich da schon beschweren? Es werden Waffen benötigt. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Ja, dann kann ich mal Tempo erhöhen. Hätte ich schon längst machen können, aber ich war eh die ganze Zeit am Klicken. Hat schon gut funktioniert. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Achtung. Und los. Cool. Bin zur Stelle. Sire. Einer noch. Achtung. Waffen geschultert. Und der nächste Turm wird bemannt. Jetzt ist der da hinten dran. Im Laufschritt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Sehr, sehr gut. Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Bin zur Stelle!
Jetzt gerade klappt es sogar mit dem Harnischen ganz gut irgendwie, witzigerweise. Erstens runtergegangen. Jetzt passen sie aber eigentlich. Achtung! Komisch. Machen wir noch einen Turm voll? Ich habe gar keinen Turm mehr, ne? Achtung! Krieg ich da noch einen hin? Ich mache ganz jetzt 40 rein. Ich wüsste gar nicht wo. Wie war das hier? Suffer vom Success und so? Ich weiß gar nicht, wo ich hinbauen soll. Ich finde, das ist eigentlich eher ein bisschen Quatsch von der Position her, ne? Nee. Aber wo ist besser? Ach hier. Das geht doch noch eigentlich ganz gut. Ja, klar, warum nicht? Es werden Waffen benötigt, Sire. Bereit! Leute, es sind sogar genau 21. Oh. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Ja, ja, dann zeige ich dir aber auch was Gewaltiges. Also, ne? Diesen ja, ne, nicht das. Speicher. Das darf er nicht sehen. Sonst hätte ich mich noch Angst, dass er es nachher essen möchte. Ich bin gespannt, wie groß die Armee ist. Ich meine, eigentlich ist es egal, wie groß die ist, weil der wird hier niemals lebend durchkommen können. Sagte ich, und jetzt machen wir so einen kleinen Timeskip von 7 Minuten und dann er ist durchgekommen. Alles für den Arsch. Jetzt kommt so der Game-Breaking-Dingens und der macht hier unten ein Loch rein oder so. Rennt da durch und komplett kaputt. Achtung! Keine Ahnung. Wäre krass. Aber glaube ich nicht. Achtung! Ach, eigentlich können wir es auch so lassen, ne? Alle Türme sind voll besetzt. Ich finde, das ist eine sehr gute Verteidigung. Wie viel haben wir insgesamt? 240, sagen wir mal, Armbrustschützen und 70 Bogenschützen. Ich glaube, sie haben genug, Sir. Das hat er jetzt mit so einem Lächeln gesagt. So, ich glaube, sie haben genug, Sir. Hä? Das würde ich jetzt eher sagen, wenn man die besiegt hat. Weil sie haben genug. Wir können aufhören zu schießen. Die sind am Arsch. Aber er greift uns an und er sagt so, ja, die haben genug, Sir. Soll das jetzt heißen, nicht genug zum Angreifen oder was? Und damit zum Lächeln. Komischer Satz irgendwie jetzt hier. Naja, also wie viel Baumeister da stehen für zwei Zelte? Ich spiele aber schon auf sehr schwer, ne? Ja, schon. Sehr weird. Ja, die gehen auch alle ins gleiche Zelt rein. Okay. Krass, ich glaube, die kommen nicht mal ran. Also Fernkämpfe sind eher Dekoration bei ihm. Bin zur Stelle. Ja, Bogenschützen bereit. Feuer gefällig. Und dazu noch anzünden. Für den kleinen Extra-Bonus-Damage quasi. Ja, die ersten zwei Pechfelder reichen, dann ist er schon am Arsch. Lol. Ja, ich sag mal so. Hat jetzt nicht ganz so viel geholfen irgendwie, mein Freund. Bin zur Stelle. Kommen die Schwertkämpfer überhaupt irgendwie ran? Ich glaube nicht, nicht. Die werden einfach so sterben. Oh, ne, doch nicht. Krass. Der Feind ist bezwungen. Aber mal wieder so ein typisches Beispiel von einer Mission, wo es am Anfang schwieriger ist als später. Es ist immer nur das Early Game. Je später du bist, desto einfacher wird's gefühlt. Außer bei der ersten Schweinemission, die wir jetzt hier in diesem Pfad hatten. Da war die erste Mission kacke. Krass. Und der sitzt da noch, denkt sich so, boah, gar keinen Bock. Er war zu betrunken, um zu verstehen, dass er verloren hat. Ach, ich glaube, ich gehe da mal. Ich glaube, die sind schon alle vorgegangen. Ach, Mann, oh Mann, da haben die mich schon wieder vergessen. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Wirt irgendwie, ne? Putz, da geht er. Eine Botschaft des Schweins. Eure Tage sind gezählt! Okay. Sieg. Aber kannst du denn überhaupt zählen? Cool. Also der Mission würde ich übrigens tatsächlich eine 8 von 10 geben. Ich finde die zwar, also die letzten zwei Punkte gibt es deswegen nicht, weil irgendwie ist sie trotzdem weird. So von der Position her. Weil im Endeffekt halten wir ja nicht unsere Burg, wie es gedacht ist, sondern wir bauen quasi komplett woanders. Ja.
Mich würde mal interessieren, wie gut das jetzt gelaufen wäre. Ich meine, jetzt am Ende, auf jeden Fall, hätte es geklappt. Aber wie gut es funktioniert hätte, hätten wir einfach zugebaut. Weil wenn du halt keine Lücke lässt, wo du dann die durchlaufen lässt fürs Pech, ist das Ganze immer schon 10-mal schwieriger. Würde mich mal noch interessieren, wie das dann hier gewesen wäre. Aber hey, ansonsten war er eigentlich relativ gut machbar. Ich finde, war aber auch gut gespielt. Also, Profi. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.